So. Das, das, das das. Ich höre ein Zombie. Ja. Der kann aber auch hier irgendwo in der Wand stecken, wenn dann eine Einhöhlung ist in der Wand. Wir arbeiten uns aber trotzdem mal langsam nach vorne. Ich hoffe, ihr seht was. Ich habe mein Gamma nämlich auf maximal. Dass es auch in der Nacht etwas erträglicher ist. Und nicht zu dunkel ist. Da, 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 da. Ich habe gleich am Anfang schon wieder so viel Kohle gefunden. Ey, das ist eigentlich ziemlich nice. Kohle geht einem, kann, darf einem eigentlich nie ausgehen. Ah, hier ist Sackgasse. Zack und zack. Halt, 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 halt. Oh, noch mehr Kohle. Ah, hier ist directly eine kleine Höhle. Und da es draußen immer noch dunkel ist. Ist es noch? Ja, ist es noch. Wenn wir da jetzt einfach mal geschwind reinschauen. Und vielleicht sogar schon auf unseren ersten Gegner treffen. Was ich ja nicht hoffe. Aber ist leider unvermeidlich wahrscheinlich. Also ich muss erstmal mein Stadtgebiet ausleuchten, dass ich hier nachher wieder zurückfinde. Ach, hier geht's eh nicht lang. Okay, das war jetzt ein Skelett. Jetzt weiß ich leider nicht, woher das kommt. Von woher das kommt. Aber okay. Okay, das war meine. Meine Axt ist aber kein Problem. Wir machen uns schnell eine neue. Stein habe ich ja genug dabei. Zack. Ne? So, das weg. Ich nehme mich wieder mit. Mist. Anders. Dass ich hier nachher auch wieder schön nach oben komme. Jetzt erstmal wieder ausleuchten. Okay, da geht's runter. Und da auch. Das nehmen wir mit. Das können wir alles brauchen. Also wie gesagt, für mich ist ein Minecraft Let's Play neu. Wollte ich eigentlich auch nicht machen. Weil ich eben, wie gesagt, nicht wirklich kreativ bin und nie weiß, was ich bauen soll. Von dem her, aber weil ja ein paar wenige dann doch gesagt haben, ey, wie lange ist denn das Minecraft-Let's Play noch pausiert? Dachte ich, komm, okay. Vielleicht kriegt dein Bruder dadurch wieder ein bisschen mehr Lust, was zu machen. Ich glaube es zwar nicht. Aber wenn die Leute das Minecraft sehen wollen, dann mache ich eben ein wenig Minecraft. Aber wie gesagt, nicht so viel. Außer ihr wollt es sehen. Und schreibt mir dann irgendwelche Ideen, was ich denn bauen soll oder was ich denn machen soll. Denn ansonsten
kriegt er irgendwann nur noch komische Gebilde zu Gesicht. Komme ich von da? Ja, ne? Ich glaube, ich habe mich schon wieder verlaufen, ey. Na, so. Nee, von da komme ich, genau. Da geht's mir zu tief rund. Da mag ich nicht hin. Ich hab aber... Easy, ja, okay. Ich vermisse momentan so ein bisschen die Monster. Mir ist noch keins begegnet. Das macht mir eigentlich ein bisschen Angst, anstatt es mich beruhigt. Man heißt meistens nie was Gutes. Und ich finde viel zu viel Kohle. Ich bräuchte ein bisschen mehr Eisen. Wäre mir ja lieber. Das noch weg. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Gut. Jetzt habe ich ja keine Lust mehr, jetzt möchte ich wieder raus. Draußen ist doch bestimmt schon wieder hell. Hopp, 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 hopp. Nein. Verdammt. Da. Ja, super. Sehr geschickt. Jetzt komme ich hier bloß nicht mehr raus. Bis ich da oben bin, ist es schon wieder dunkel. Na, da ist der Ausgang. So, jetzt lasse ich mein Schwert mal ausgerüstet. Ich habe jetzt zwar noch kein gebratenes Fleisch, sondern nur das rohe, aber ich werde davon mal ein bisschen essen. Denn sonst falle ich bald in den Hungerzustand. Seht ihr das, meine? Jetzt weiß ich wieder nicht, wer ich gekommen bin. Ich bin doch von da. Kann das sein? Ah, ich laufe einfach mal da lang. Irgendwo hier muss doch... Ich kann doch jetzt nicht nur Eis um mich rum haben, wo keine Bäume sind. Das wäre echt nervig. Dauert das Rohstoffe farmen ja ewig. Also Holz farmen ewig. Eieiei, jetzt nur Schafe. Nur Schafe. Das ist mir momentan hilft mir das nicht, wenn hier Schafe sind. Also jetzt für den Anfang, ich habe mein Bett. Ah, wie ich doof, ich habe ein Bett, ich kann die Nacht skippen, mich dödel. Ich hätte gar nicht in die Höhle rein müssen. Ich war hier schon mal, verdammt nochmal. Ah, eine Kuh. Noch mehr Kühe. Ohohohoho. So. Du auch? Ah, noch mehr Kühe. Ja, ansonsten werde ich jetzt doch dann hier eben mein Nachtlägerchen irgendwo aufschlagen. Oha. Creeper.
Nee, Skelett. Quatsch, Spinne meine ich doch. Oh ja, irgendwo. Will gar nicht wissen, wo. Da ist ein Skelett, Hilfe. Hab ich denn? Nein, ich habe noch keine Knochen. Ja, Leute, was machen wir jetzt? Au. Verdammt. Jetzt laufe ich mal noch bis da nach hinten. Und wenn sich da das Terrain immer noch nicht ändert, dann werde ich mich dann doch hier niederlassen müssen. Leider. Ah! Das sieht doch da hinten ganz gut aus. Halt, komm her. Du auch. Ihr. Und du. Nee, da ist immer noch alles voll mit Schnee. Oh, shit, ey. Aber hier habe ich eine schöne große Fläche. Das ist schon mal besser. Aua. Ich muss aufhören, von den Dingern zu springen. Wir haben 24 Fleisch. Nice. Nee, also hier gibt es absolut nichts, was schlecht ist. Habe ich denn Saplings? Ja, habe ich. Dann pflanze ich mir eben meine eigenen Bäume. Dahin. Und einen dahin. Das war es auch schon. Großer Baum, großer Baum. Viel Holz, sehr gut. Nimm mal alles mit. So, jetzt muss ich gucken. Da haben wir dort. Ja. Zack. 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 Bei dem Texturenpack ist zum Glück sind die Blätter relativ durchsichtig. Das heißt, man sieht einigermaßen gut, wo hier irgendwas ist. Muss mal eben schnell eins frei machen. Ich muss auch das hier wegkloppen. In der Hoffnung, dass viele Saplings rauskommen. So, meine Freunde. Du weg. Und du weg. Und du weg. Du und du und du und du und du und du. Und du. Und auch du. Da hat's noch. Das ist wieder so ein Kackbaum eigentlich. Wo überall zwischen den Blättern so versteckte Holzdinger sind. Für mich allerdings gut, wenn auch etwas blöd zum Farmen. Aber. Schließlich brauche ich das. Da ist noch was. Da werde ich jetzt ein bisschen. Ich gehe erstmal nach unten. Und keine Saplings, das ist doof. Warte mal, ich kann doch. Ah, doch, hier ist einer. Meiner. Mich da hocharbeiten. Klack, nein. Mist. Und so durchsichtig sind sie jetzt doch nicht. Ich sehe nämlich nicht, ob da noch irgendwo was ist. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass da nichts mehr ist.
sammle die Saplings ein und werde dann da gleich jede Menge Bäume pflanzen. Nämlich da und da und hier und da noch einen und da und hier und da und da und da und da. So. Gut, das reicht für den Anfang. Jetzt will ich, was will ich denn machen, was will ich denn? Ich möchte zurück. Denn das Holz, was wir jetzt haben, sollte eigentlich erstmal... Na gut, Holz reicht meistens nie.